So, dann weiteres Mal recht herzlich willkommen beim Bussimulator 2008. So, wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen Kohle gescheffelt, wobei die größte Kohle ist ja aus der Tagesreise entsprungen. Heißt, wir sollten erstmal... Wie viel kostet das denn? 100? Ja gut. Sollten wir eigentlich hinbekommen finanziell. Herr Bremer, gerade mal alle unsere Busse. Yay, Geld. Ja, egal. So, wir können uns den Vulkan mieten, wir können uns... Oh, das ist aber cool. Bist du Augengelenkbus? Du bist Augengelenkbus. Du bist ein Gelenkbus. Soweit können wir noch gar nicht. Okay. Ein Doppelgelenkbus. Hey, okay. Jo, was haben wir denn noch? Bist du da eigentlich auch ein Doppelgelenkbus? Ne, du bist nur ein normaler Gelenkbus. Ich hab gedacht, du bist der Van Hol irgendwie aus Hamburg, aber anscheinend bist du das nicht. So. Was fahren wir das nächste Mal? So, wir haben die Linien abgefrühstückt. Die haben wir auch. Die 3er Alter. Das können wir mal was Längeres machen. Ronald Angora. Soweit sind wir noch nicht, gell? Heißt, wir müssen eigentlich wieder mit unserem Cityliner fahren. Ich würde aber gerne erstmal Geld. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn du einmal 150 und dann 50 bekommst, ist das mehr als einmal 200 und zweimal 70. Weil das sind dann 270, 340 für zwei Fahrten und das sind für zwei Fahrten 300, 400. Denke ich mal. Da rentiert sich vielleicht immer mal sowas. Aber der rentiert sich aktuell wirklich nicht. Das ist gelogen. Ich muss nur jedes Mal dran denken, den neu einzurichten. So. Fuhrpark, wir aktivieren den Kollegen hier. Und hoffe ich mal, dass wir bald noch ein paar andere Busse zu Gesicht bekommen. Machen wir erstmal hier eine Fahrt auf dieser Linie und dann... Wie ich sagen, kümmern wir uns mal um den Rest. 3,53 haben wir jetzt eingestellt. Okay, also so viel verdient man jetzt also pro Fahrgast. Das ist interessant, weil auch jeder Fahrgast bestimmt genau gleich viel zahlt. Aber... Wir sind einfach in einer Gesellschaft, in der das normal ist. So. 3, 2, 1. Einmal runter damit. Und dann sind wir wieder... Waren wir nicht gerade schon in der Altstadt? Ist das nicht das Gleiche? Ich glaube, es gehört auch irgendwie zur Altstadt hier, aber nicht so direkt wie das andere. Okay, so. Hui, zack, der erste Halt schon. Ist das hier nicht auch die Altstadt, wo wir gerade waren? Warte mal. Ja klar, da haben wir auch unsere Touristen abgeliefert. Nur halt an einem anderen Eck. Okay. Aber... Ich finde den Bus wesentlich cooler als den Lion City. Also der Chocot wird mich dafür schlagen, wenn ich sage, dass der Neoplane cooler ist als der Lion City. Aber das spiegelt aktuell meine eigene Meinung wider und deswegen genau. Ach, der wird sogar Werbung an den... Okay, er wird sogar Werbung an den Haltestellendingern gemacht. Hey, cool. Hier, yeah, können wir denn vielleicht... Ach ne, wir können keine Farbwäscheln aufnehmen, weil ist so. Und aktuell will er jetzt noch mit. Nö, will er nicht. Okay, das heißt, dann noch Rückkehr sofort zur Ampel. Und dann hoffe ich einfach mal, dass ich irgendwie aufgrund der tollen Karte oben erkennen kann, wo ich lang muss. So, nächster Halt, Rathausplatz. Der Ausstieg befindet sich immer in Fahrtrichtung links. Und bitte beachten Sie diese scharfe 90-Grad-Kurve, die gar keine Kurve ist, sondern einfach nur eine Ecke. Deswegen nicht mehr eine runde Ecke, sondern es ist einfach nur eine Ecke. Cool. So, da hat jemand an den Bolis gespart. So, zack, die Bombe auf damit. Rathausplatz sieht aber für mich auch ein bisschen anders aus, wenn ich ehrlich bin. Das ist kein Rathausplatz, das ist einfach nur eine Straße, eine Nebenstraße. Ich glaube, die Namen wurden nicht wirklich passend zu den Haltestellen vergeben, aber das ist einfach so. Hinten schon mal zu. Haben wir noch Leute, die ran wollen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Vielleicht kommt noch jemand. Was haben wir hier jetzt eigentlich für Werbung? Mac Max. Wow. Bestellt, erkennt man nicht, was es sein soll, nein. Jo. Ah, der Zentroliner, das ist schön. Was haben wir hier gleich Düngel zu? Okay. Willst du mit? Willst du mit? Bringst du mir Geld? Dankeschön. Hey, cool. Extra Geld, darüber freue ich mich doch. So, da vorne dürfen wir wahrscheinlich einmal nach rechts, wie es aussieht. Wie gesagt, so ganz leicht nehme ich noch an einige Routen. Das heißt, so ganz ahnungslos bin ich nicht, wenn es dann irgendwie oben das Navi lesen geht. Auf jeden Fall, nächster Halt, altes Gericht. Waren wir da nicht vorher schon mal? Waren wir hier schon? Ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Aber anscheinend sollten wir hier schon mal gewesen sein, weil wir waren schon mal im alten Gericht. Na ja, gut. Es wird wohl so stimmen. So, der da hinten vielleicht. Auf den warte ich auch mal. Vielleicht will der ja mit. Ist vielleicht wie bei dem Kollegen gerade, wenn ich einfach noch ein bisschen länger abwarte, dann kommt vielleicht noch der, kommt vielleicht noch ein oder andere Fahrgast. Hier, auf dich warte ich jetzt mal. Tatsache, der will doch mit. Cool. Also das ist ein Feature, was immer Omsi hat, dass wirklich Passanten, also random Passanten,
in den Bus einsteigen. Also die stehen bei Omsia alle an der Haltestelle. Und hier ist es wirklich so, dass die von Fußgängern zu Fahrgästen werden. Das finde ich cool. Also das ist ein Feature, das könnte man echt irgendwie übernehmen. So. Nächster Halt, Goetheweg. War der so? Kann das sein, dass die Namen irgendwie gut und gerne einfach übernommen werden? Ich weiß nicht, wie ich zu dem Gefühl komme. Auf jeden Fall habe ich dieses Gefühl. Aber noch so lange, bis wir los dürfen, ist ja schlimm. Aber die Sitzbezüge sehen irgendwie lustig aus. So, wir haben hinten einen Vierer. Okay, also die Anordnung im Bus macht irgendwie durchaus Sinn. Traurigerweise. So, will jetzt auch mit Tatsache. Die steigen wirklich ein. Heißt, da lohnt es sich echt ein bisschen stehen zu bleiben. Der hier auch. Hey, cool. Boah, jetzt bin ich... Also, Josh ist voll begeistert von dem Spiel gerade. Jetzt haben wir aber keinen mehr, gell? Nee, jetzt ist vorbei. Das heißt, wir können aber schon mal die Türen final schließen und uns überlegen. Wir müssen nach vorne, nach links, wie es aussieht. Okay, nur die Ampel wird auch gerade glücklicherweise grün. Oh, da läuft ein Mensch. Den sollte ich nicht anfahren, aber ist auch nicht mein Ziel, ne? Jo, nächster Halt, Langewiesener Straße. Ich würde aber gerne mit dem Zentralein nochmal von vorne angucken. Warte mal, jo. Komm, wir blinken mal. Ja, mach mal Blink, sei ein feiner Zentroliner. Ja, fein. Doch, der Zentroliner ist cool, der gefällt mir. So, warte mal. Dann fahren wir bis nach da vorne. Langewiesener Straße, so. Und dann stehen wir hier und warten, bis wir haben erreicht der Abfahrtszeit. Dann fahren wir anscheinend ein bisschen Überland. Also ich hätte mir auch ein Überland. Die laufen durch meinen Bus. Oh, da muss ich aber aufpassen. Da muss ich jetzt aber echt aufpassen, weil sonst habe ich wieder ein Leute-Überfahrproblem, die ich gar nicht überfahren habe. Das ist nämlich echt immer gemein hier. Ist das Spiel sofort beendet. Habe ich schon mal erwähnt, dass es mich beim Bus-Simulator 2016 auch immer aufregt. Ach, Kollege. Vers 20. Naja, gut. Nächster Halt, Kirchplatz. So. Aber schon mal, das sind jetzt hier irgendwie 30 und das wirkt irgendwie schnell. Egal. So, Kirchplatz sind wir jetzt hier. Sogar halbwegs pünktlich. Toll auch, dass alle Positionsleuchten mit blinken, aber das ist einfach. Ich bin schon ein bisschen älter, ne? Da kannst du ja meckern, wie du willst. Das ist halt einfach so, ne? Einmal rein hier. Und dann müssen wir schauen, dass wir vorne irgendwann mal nach links kommen, wie es aussieht. Okay, so. Hinten zu, vorne zu, weiter mit uns. Also hier noch nicht, wie es aussieht. Dann erst die nächste, oder? Müssen wir hier nach links abbiegen. Ich fahr mal, du bist ein bisschen langsam, gell, Kollege? Ach, Tatsache. Boah, das aber die Party. Hier geht die Party ab. Hier ist viel los. Ich wittere schon Einnahmen in Millionenhöhe an dieser Haltestelle. Was war denn das hier? Ich hab's wieder vergessen. Kirchplatz war vorher, das dürfte die Hippengasse sein. Boah, das ist die Gasse für die ganz hippen Leute. Also für die richtig hippen Leute. Man kann keine andere Gasse mithalten. Das ist wirklich nur exklusiv diese Gasse hier. Da sind die ganz hippen Leute am Start. So, will noch jemand? Ein Passant? Nö. Haben wir heute keinen mehr, der mit will. So, jetzt sollen wir mal schauen. Wir sind hier, müssen hier nach rechts, wie es aussieht. Oder geradeaus. Ui. Ah, das stimmt soweit, okay. Ich habe nämlich den Punkt nicht richtig entziffern können, aber anscheinend ist es richtig, dass wir hier lang müssen, und zwar, was? Grüner Dück. Cooler, Grüne Dück. Ja, den kenne ich. Ist ein alter Kollege von mir, der Grüne Dück. Der, oder das ist eine Pflanze, das weiß ich auch nicht genau. Hier, wir sind da abgebogen, das heißt, wir müssen geradeaus und dann die darauffolgende Kreuzung rechts. Okay. Weiße Bescheid, noch ein Passant? Irgendjemand? Ein bisschen Geld vielleicht? Naja, auf den hinten warte ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu lang, ganz ehrlich. Der kann mit dem nächsten Bus fahren. Da kommt bestimmt irgendwann nochmal einer. Hier, einmal hier geradeaus. Und dann dürfen wir meiner großartigen Berechnung nach hier einmal nach rechts. Und dann sollten wir am Krumbacher H-Punkt erreicht haben. Havi-Haltestelle oder sowas. Hier ein Krumbacher Haus oder sowas. Krumbach, tut mir leid, nicht Krumbacher. Ich darf ja keine Werbung machen hier. Das ist ja... Das darfst du ja nicht bringen als YouTuber. Aber hier stehen Schachteln überall rum auf der Straße. Hey, cool. So, und da ist auch eine alte Schachtel, die gerade auf die Uhr schaut und versucht loszulaufen. So, haben wir da mal alle hier? Die laufen irgendwie alle nicht wirklich.
wird schon seinen Sinn haben. So, dann haben wir auch keinen mehr der Mittel. Das heißt, diese 7 Sekunden, die werden wir noch verweilen können. Um alsbald dann unsere 1,39 Euro abzuholen. Was ist das? Leute, wie viel Geld kriege ich denn jetzt? Ich würde gerne mehr als 1, aber wahrscheinlich 1300 oder sowas. Ich konnte dieses Feld unten leider nicht darstellen. Yeah. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Highscore wird eingetragen. Hab ich schon mal Witze drüber gemacht? Ich glaube noch nicht. Ich habe noch nie Witze über dieses Highscore gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum denn auch? Das ist ja keine Witzfigur oder so. Nein. So, Busmodell, Linienstrecke, Werbekampagne. Aber wir haben nur eine Werbekampagne. Rentiert sich denn der hier? Der rentiert sich dann schon... Ach, eine Kampagne. Halbe Preise am Arsch. So, aber sowas könnten wir echt mal machen. Schnupperkampagne Busverkehr. Fahren plus 80% für eine Fahrt nur. Sollen wir das mal machen? Nee, wollen wir nicht. Machen wir dann später. Wir werben lieber für andere. Ah, ich wollte auf Nein drücken. Egal. Jetzt haben wir den hier gemacht. Ist ja egal. So. Fuhrpark. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine ganz kurze Sonderfahrt. Tigers Regio, den haben wir ja. Eine ganz kurze Sonderfahrt. Ist halt kurzes hier für zwischendurch. Den Mannschaftsohr. Kann sein, dass wir für die Sonderfahrten eigentlich nur Busse brauchen, die sehr widerstandsfähig sind, weil Trupp besoffener, noch ein Trupp besoffener, also irgendwie ist es schlimm. Fußballfans und so. Weihnachtsmarktgänger. Ach, spüre das Wetter. So, wo müssen wir denn hin? Der grüne, wie bewegt sich denn der grüne Punkt? Warte mal. Ich muss hier nach rechts, oder? Wenn ich ungefähr in Richtung der Mittelstraße kommen will, dann sollte ich nach rechts abbiegen. So, wie viele Leute haben wir denn drin? 57 von 64, also ein paar kommen noch rein. Also wenn noch jemand mit will hier... Wie halt echt, aber das ist cool, die sind alle wie so ein Mannschaftsbus angezogen. Das ist ja mal geil. Also das ist, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet von dem Spiel, dass hier wirklich drauf geachtet wird, dass die hier alle gleich angezogen sind, weil es halt eine Mannschaft ist. Boah, das ist cool. Also das feiere ich jetzt. So, hier aber nach rechts. Liebe Entwickler, habt ihr ein riesengroßes Lob von mir verdient, aber ein richtig fettes. Ja, okay. Wollte gerade zeigen, dafür, dass die Ampel gerade rot wird, nicht. Aber in dem Moment ist die Ampel grün geworden. So, der vorne bleibt auch noch grün. Aber ich komme nicht über 30. Tut mir leid. Ich stehe voll auf dem Gas. Ich glaube aber, wenn ich das hier ausblende, dann merkt man gar nicht, wie langsam ich fahre. Das ist auch nicht schlecht. So, wir können uns schon unsere Route suchen. Wie wir denn fahren wollen. Ich würde sagen, wir fahren... Fahren wir oben rum oder fahren wir diesen komischen Kreisverkehr? Ich glaube, oben rum dürfte ein wenig kürzer sein. Das heißt, wir fahren durch. Und dann an der Kreuzung links runter, dann die gestängelte Straße. Und dann noch... So machen wir das. So machen wir das. Ist eine gute Idee. So, wird er gerade grün? Ist es? Ah, wird gerade grün. Der Party. Der Mannschaftsparty. Ich mach gleich mit. Wenn ich den Bus abgestellt habe, dann mache ich gleich mit Party. So. Du bleibst auch grün. Ich glaube, wenn man auf der anderen Spur fährt, dann bekommt man keinen Abzug. Das versuche ich jetzt einfach mal die ganze Zeit. Wenn ich weiß, dass die Ampel gleich rot werden könnte. Jo, dann machen wir hier einmal eine nach links. Hui. Aber alle mit Dachklima hier. Das finde ich auch nicht schlecht umgesetzt. So. Wie gesagt, was mir gefällt, ist das Busmodell. Was mir nicht gefällt, ist der Rest. Aber es ist ja egal. Irgendwie macht es trotzdem immer noch Spaß, ab und an mehr lang zu gucken. Das ist irgendwie so ein bisschen Nostalgie einfach. Auch die Sichtweite ist der Hammer. Ich habe die Grafik vergleichsweise hochgestellt. Was man nicht machen kann, ist solches, so diese HDR-Emulation oder sowas reinzumachen. Da kackt selbst mein PC ab mit einer 69. Produziert er irgendwie 3-4 Frames die Sekunde oder so. Das ist ein paar Einstellungen, die kann man irgendwie nicht machen. So, jetzt müssen wir schauen. Müssen wir nach rechts rein? Müssen wir da rein? Tatsache, wo ist denn hier das Stadion, Leute? Ich sehe hier kein Stadion. Tut mir leid, liebe Leids. Aber wie die echt alle gleich angezogen sind. Das ist cool umgesetzt. Habe ich schon mal erwähnt, dass mir das gefällt. Ich glaube noch nie. So, Menümodus. Dann würde ich sagen, tragen wir mal den Highscore ein. Und bin ich mal gespannt, was alles freigeschaltet wird. Ich bin ja mal dafür, dass wir uns zukünftig nur diese Premium-Busse anschaffen. Also die Premium-Version von den normalen.
weil durch dieses Fahrzeugerweiterungspacks dann teilweise neue Fahrzeuge dazugekommen, womit man dann eben auch eine Linie fahren kann. Dadurch, dass es echt gut Geld am Start haben. Ja, Kollege, ist gut. Ja, Busmodell, Sonderfahrt, okay. Heißt, wir dürfen jetzt sogar unseren Doppeldecker mieten. Das ist geil. Den hier noch gar nicht, aber ich würde sagen, bevor wir eine nächste Linienfahrt machen, schauen wir, dass er hier ein bisschen was freischaltet, damit wir die nächste Linie, welche... Ah, Big Town Gelenkbus oder BG900. Schauen wir gerade mal, Big Town Gelenkbus oder BG900. Der hat mehr Kapazität und der hier, der sieht auch irgendwie cooler aus, als Mercedes ist, ne? Ich würde sagen, dann tun wir den hier. Der Großraumbus Big Town ist eine Spezialwege für Linienverkehr mit besonders hohem Passagieraufkommen. Ja klar, 19 Meter, das dürfte ein Capacity sein. Einsatz... Ach, da gibt's Einsatzkosten. Warum erzählt mir das keiner? Der ist der natürlich wirtschaftlicher, aber irgendwie gefällt mir der hier mehr. Wir setzen, glaube ich, auf Mercedes und nicht auf Van Hohle, was das hier ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!